Wir grüßen euch. Ich möchte ein paar Informationen geben über Methoden und Intuition. Mein Name ist Dr. Jit Liuzzi und dein Name ist. Sabine Liuzzi. Alle Methoden, die unterrichtet werden, die sind aus der Intuition entstanden. Das heißt, der Wissenschaftler, der hat oft eine Krankheit oder ein Problem oder er hat sich irgendwie in eine Welt zurückgezogen, wo er geforscht hat und dann kamen große Erkenntnisse. Ne, diese Erkenntnisse kommen aus der Intuition. Deswegen haben wir jetzt angefangen, eine Serie von Ausbildungen, die wir gemeinsam mit anderen Referenten oder Dozenten zusammen machen, zum Beispiel mit Stefan. Mit der Dawn-Methode und möchte jetzt hier mit ein paar Informationen geben, wie das funktioniert. Wenn du was hast, sag's. Also, stell dir vor, du arbeitest an der Wirbelsäule mit der Dawn-Methode und so, wie du es einfach auch gelernt hast. Ne? Aber wir wissen, dass die Menschen fühlen sich bei dem gut, bei den anderen weniger aufgehoben, bei den anderen ist, dass man oft schaut man schon, ob die Chemie stimmt Chemie oder stimmt oder ja, nicht. Ne? ja. Genau. Und ich glaube schon, dass viele auch intuitiv arbeiten, indem sie einfach auch mit ihrer Haltung, die Art, wie sie sagen, wie sie sprechen, schon diese Informationen geben, Informationsmedizin, was die Person braucht. Okay, was kann ich, wenn eine Ausbildung gegeben wird, empfehle ich, ist für mich eine Voraussetzung, dass die Intuition funktioniert. Sowohl als Respekt und Wertschätzung für den Erfinder, wie auch, dass man sagt, okay, ich werde mich auch mit meiner Wahrnehmung verbinden. Und werde auch die Methode erweitern, so wie es sich einfach auch als Dankbarkeit dem Erfinder gegenüber gehört. Wie funktioniert das? Ich gehe klassisch in eine zum Beispiel Massage oder Dawn-Methode oder Shiatsu oder eine andere Therapie. Und wir haben ganz viele Möglichkeiten, das zu entwickeln, aber grundsätzlich einfach, dass man einfach auch sagen kann, okay, der Patient ist gekommen, der hat diese Schmerzen und ich kann vielleicht fühlen, welche die Ursachen sind. Das spürt man normalerweise. Dann kann ich sagen, okay, ich fange jetzt die Manipulation an, des Körpers und kann ich einfach auch fragen, möchten Sie mir auch helfen? Möchten Sie, dass ich Ihnen Hinweise gebe, was Sie zu Hause machen können? Oder wenn die Therapie nicht Erfolg gehabt hat, kann ich sagen, okay, es geht darum, dass jegliche Therapie funktioniert meistens nur in Zusammenarbeit mit den Klienten. Hätten Sie Lust mitzuarbeiten? Gut, dann habe ich die Möglichkeit, intuitiv, wenn das entwickelt ist, Intuition ist eine, muss entwickelt werden, muss trainiert werden und täglich auch angewendet werden, kann ich einfach auch nach den Systemen, die wir entwickelt haben, wir haben 40, 60 unterschiedliche Systeme, je nach Thema, kann ich einfach auch sagen, okay, diese Schmerzen hier am Atlas oder dieses, ist etwas, was zurückgehalten wird, ist etwas, was nicht gesagt wird. Meistens ist etwas, was man tun möchte und man sich nicht traut und wo der Schmerz sagt, sage es, tue es und so weiter. So, in diesem Kontext kann ich dann einfach den Klient Informationen geben oder zum Beispiel fragen, gibt es etwas, was Sie zurückhalten? Haben Sie etwas, wo Sie sich nicht trauen? Oder ich bekomme gleich die Information, worum es geht. Und dann mit dieser Informationsmedizin kann ich dann sagen, okay, stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre Wahrheit oder dieses Mut haben, das zu tun.
Und dabei werde ich dann manipulativ eingreifen. Natürlich ist das dann der Erfolg, hat ganz andere Chance, dass die Therapie wirkt, wie wenn einfach ohne die Miteinbeziehung des Klienten manipuliert wird. Das Gleiche gilt natürlich für mich auch für Medizin, für jeden Arzt, für jede Krankenschwester oder Krankenbruder oder. Das ist der eine Aspekt, so weshalb Intuition, Seminar gemeinsam mit einer speziellen Therapie, so wie jetzt wie gesagt mit Stefan Redler, Stefan Martin Redler, Dorn Methode. Ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel eine Ausbildung hatten, dass wir immer je nachdem, welche Teilnehmer kommen, also es ist grundsätzlich für alle geeignet, sei es totale Laie, sei es Heilpraktiker, sei es du arbeitest schon mit verschiedenen Systemen, dann können wir gemeinsam schauen, wie du die Dorn-Methode in dein System, das, was du sowieso schon tust, mit Einbeziehung in erster Linie, mit Einbeziehung deiner Intuition, was deine Kompetenz, deine angeborenen Fähigkeiten sind, wie du das verknüpfen kannst mit dieser Methodik. Und ich erinnere mich, ich möchte ein Beispiel sagen, was mir gerade eingefallen ist. Das war diese Holon-Hydro-Kur, ne? Also diese Darmreinigungskur. Und das war eine Heilpraktikerin. Und das bieten ja viele an, diese Kur. Und ihr System haben wir herausgearbeitet, sie konnte bestimmte, mit Einbeziehung ihrer Intuition, bestimmte Sätze sagen an bestimmten, also was die Patienten oder die Klienten jetzt loslassen oder was sie jetzt, also sie hat, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall hat sie sozusagen das Werkzeug Colon-Hydro genutzt mit ihrer Genau. Intuition zusammen. Und ist damit sehr, sehr erfolgreich geworden, hat damit eine eigene Methodik aufgebaut. Genau, Ja, so. weil das dann ganz individuell auf denjenigen abgestimmt war, ganz individuell und auch weiter damit begleitet wurde. Also das ist das, was mir jetzt eingefallen ist. Ja, Genau, ja. also deswegen ist Sehr es schön. wirklich egal, was du tust, wie du gerade praktizierst und so, wenn du dich da gerufen fühlst. Können wir schauen, wie du diese Methodik Dorn, Methode jetzt zum Beispiel in dein System oder in dein, was dich ausmacht, wie das verknüpft werden kann. Genau. Sehr schön. Natürlich ist das, weil ein Gerät, man kann Colon-Hydrotherapie machen und dann kriegt man das irgendwie raus, lässt man das nicht ganz los und sammelt sich dann wieder. Da muss man regelmäßig. Und für alle diese Methoden, wenn die Miteinbeziehung der Intuition ist, das heißt der Selbsthilfe, professionelle Selbsthilfe, Hilfe, dann ist für den Klient eine ganz andere Garantie. Man sieht auch eine Kompetenz auf, man fühlt sich auch stärker. Ja, ich habe mitgeholfen, stolz. Und vor allem vermeidet man, dass sich das woanders verlagert. Ne? Natürlich, viele Sachen werden einfach auch behandelt und das ist in Ordnung, weil sie schon erledigt sind. Aber ganz viele Sachen, wo man nicht. Wo man unsicher ist oder wo man das Verdacht hat, dass jemand öfter kommt, dann würde ich auch die Intuition darauf einsetzen, im Sinne der Selbsthilfe oder der Hilfe, was der Klient dem Therapeut gibt. Denn irgendwie ist es selbstverständlich, ich kann natürlich die Klienten kommen, aber viele kommen einfach, weil sie den Schmerz nicht mehr wollen. Und der Schmerz wegzumachen, klappt und klappt nicht. Ne? Es klappt, wenn es das Thema erledigt ist und es klappt nicht, wenn weiterhin das Thema gefuttert wird mit inneren Einstellungen. Und die Kombination ist natürlich interessant. Und so wie Sabine sagt, ist ganz wichtig, mit der Einbeziehung der Intuition entdeckt man auch individuelle Talente und entdeckt man auch eine eigene Methodik durch Miteinbeziehung von Werkzeugen. Und darum geht's.
Und entdeckt man eine eigene Meisterschaft. Ja, und das Schöne ist, dass was auch geschieht, dass man sich total zutiefst gesehen fühlt, wenn die eigene Intuition mit reinspielt. Ja. Also man denkt nicht nur, okay, ich bin jetzt Nummer 13, die heute da irgendwie eine Behandlung bekommt und so, sondern ich werde zutiefst als Mensch gesehen, gefühlt, wahrgenommen, und das macht so viel aus. Und es geht nicht darum, dass noch tiefer in irgendwelchen Schmerz und rumgewühlt wird und rumtherapiert wird, darum geht es nicht. Genau. Sondern, dass so eine Umkehr geschieht, dass du hinterher rausgehst und du fühlst dich erhobener, also erweitert in deinem Feld. Du bist nicht mehr auf dieses orientiert auf den Schmerz und weg oder wie, sondern es ist im Gegenteil, du bist hinterher, wirst du sehen, wow, super, dass ich den Schmerz genau hatte und ich bekomme da ein Geschenk, ich bekomme ein unwahrscheinlich großes Geschenk und Geschenke mit, weil es offengelegt wird, was sich dahinter verbirgt, und das ist immer ein Geschenk, ein großer Schatz, und damit kann ich mich auf die Reise begeben. Und dann fängt es erst an und dann kann ich das entwickeln, und ja, so geschieht's. Schön sagst du das. Natürlich viele fragen, ja, ein bisschen mehr Details, ist jetzt nicht so einfach. Wie gesagt, es ist gut, dass man uns sieht, dass wir ein bisschen darüber erzählen. Und es ist wirklich so, dass es geht nicht darum, dass jetzt der Klient muss jetzt weinen in die Kindheit oder das und oben sagen, sondern es ist effiziente, ganz klare Arbeit, wo hinter dem Schmerz eine Erbschaft, eine Kompetenz, was Gutes ist. Also dass sie das ganzheitliche Sehen des Problems. Ne? Und dass die manipulative oder die Therapie dann einfach der Erfolg verspricht, wo man einfach auch sagen kann, okay, wir haben das besprochen, Sie haben das erkannt und jetzt arbeiten wir daran. Es ist eine ganz andere Sicherheit für den Therapeut, damit zu arbeiten, wenn er weiß, der Klient hilft mit oder er hat das einfach gefühlt, erfasst und er ist bereit. Ne? Mhm. Und es ist ein ganz anderes Erfolgsgefühl. Und eben, und dann, dass für alle Klienten, so wie Sabine gesagt hat, am Ende ein Talent rauskommt, ein Geschenk. Die bringen einen Schmerz, die bekommen ein Geschenk. Und das Leben, dieses Geschenk, ist die Hilfe für den Therapeut. Und ja, so wie du auch eben schon gesagt hast, dass es um die Klienten geht, dass sie sich besser und mit einbezogener fühlen. Und gleichzeitig ist es, ja, wie du sagst, für den Auszuübenden, sage ich jetzt mal, Therapeut ist immer auch so ein Wort, für den Auszuübenden, Praktizierenden, in dem Falle der Dorn-Methode, wird es erweitert. Also selbst wenn du schon Dorn mit Therapeut bist oder Praktizierender, auch für dich, gerade für dich, ist es dann geeignet, weil du nochmal einen ganz anderen, wie du das für dich, also du wirst dich erfüllter fühlen beim Ausüben, beim Praktizieren und nicht müde und kaputt am Abend, sondern auch du wirst dich beschenkt fühlen, weil mit Einbeziehung der Intuition deiner individuellen Meisterschaft oder ja, wirst du dich ganz anders fühlen beim Praktizieren. Eben, gleiches natürlich jeder, der Dorn erklärt, sagt er, oder andere, die Erfinder der Methoden, die sagen, ja, der hat das ausprobiert und dann hat diese Information bekommen, dann hat er das so gemacht. Und natürlich die beste Wertschätzung für die Erfinder ist immer die Weiterentwicklung. Ne? Ja. Ja, schön. Wir freuen uns sehr. Und ja, laden alle ganz, ganz herzlich dazu ein. Wenn es noch Fragen gibt, individuell, entweder können wir nochmal eine Sendung dazu gestalten, wenn wir die Fragen haben, oder ihr wendet euch direkt an uns. Gerne sind wir da. Und ja. Ja, das Seminar, wie gesagt, wir haben ein Seminar, 17. 18. Januar 2015, Dorn Methode und Intuition. Dann haben wir eins immer mit Geräte zusammen, also Geräte, Benutzung und Intuition.
Dann planen wir noch eine mit Massage, normale Massage und Intuition. Und das heißt, wir nutzen die Werkzeuge, wir wertschätzen die Werkzeuge, aber so, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und das, was man gelernt hat, ist eben ein Werkzeug. Dankeschön. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass wir klar waren. Wir freuen uns hier in Leipzig. Wir arbeiten täglich damit. Deswegen ist nicht einfach, das immer einfach, das klar rüberzubringen. Dankeschön. Und Freude macht's und Spaß. Okay. Tschüss. Tschüss.